Und damit, ja, mit dieser freundlichen Meldung sind wir zurück im nächsten Teil. Das ist wieder hervorragend. Ach, ja. So, zweiter Bonusteil. Wir stürzen uns noch an das letzte Rätsel und das finden wir... an der Bude beim Zelt rechts. Und zwar... na, wo war das denn jetzt? Rechts an der Seite irgendwo. Da. Ja, ich sehe noch nichts. Sehen Sie, Professorchen, da ist ein Rätsel versteckt. Ich geb's auf. Besser. Einer ist anders. Anders ist nämlich einer. Drei der vier Würfel, die du unten siehst, und sind identisch. Du siehst sie nur aus verschiedenen Perspektiven. Einer davon ist allerdings wirklich anders. Kannst du ihn finden, denn... ja, finde ihn. Natürlich finde ich ihn. Ja, dann auf. D. 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 Und D. Trois. I got it! D wie Düsseldorf. Clever kombiniert. Wenn du die Würfel A, B und C auseinanderfaltest, siehst du, dass sie alle die gleiche Anordnung von Mustern haben. Faltest du Würfel D auseinander, findest du bei den drei Seiten, die du sehen kannst, eine etwas andere Anordnung der Muster. Nämlich die und die ist verkehrt. Achtung! Das Rätsel hat sich ja ganz schön gewehrt. Na, unheimlich. Du hast alle Rätsel gelöst. Gut gemacht. So. Jetzt haben wir die Möglichkeit, dadurch, dass wir jetzt 120 von 120 Rätseln gelöst haben, tuten wir jetzt... oh, Tagebuch? Habe ich doch alles abgearbeitet. Der Aufstieg... die Pension hast du auch noch nicht fertig. Ach ja, richtig, genau. Da haben wir uns auch ein paar Gedanken zu gemacht und haben die ganzen Sachen so angeordnet, genau das ist auch das, was uns noch gefehlt hatte, und haben die Sachen so angeordnet, dass beide glücklich sind mit ihrem Zimmer. Denn wie als nicht schlecht und ganz nett wird es hier nicht werden. So, wie war das noch? Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Das war auf jeden Fall so. Das war Dins und das war Bums. Die Teakholz-Kommode hatte er gehabt. Und die war das denn? Bücher hat er gehabt. Nee. Gemütlich ist es schon bei dir. Ja. Das... alles voll. Mein Zimmer ist voll. Oh, wie war das nochmal? Ja, wie war's denn? Ach Mensch, du hattest dir doch da Notizen zugemacht. Ja, die habe ich mir nicht aufgeschrieben, Mensch. Ey, wenn man sich Notizen macht, wie kann man Notizen nicht aufschreiben? Ich habe hier im Kopf. Ja, dann sag. Ja, was gehört, genau, was, weiß ich nicht. Was gehört in Ladies Zimmer? Das ist schon umgetauscht. Also ich weiß auf jeden Fall, dass... Teakholz, Kommode und Bücherregal. Der war drüben, der war drüben. Wie war das denn? Bücherregal kam, glaube ich, rüber. Mitsamt Büchern. Mach die mal rüber. Ja, die waren drüben. Ja, dann machst du dann wieder rüber. So. Sag mal, die Violine, die Blumen. Waren die Blumen bei ihm? Ich meine, die Blumen waren auch drüben. Mitsamt Vase. So, wir haben jetzt Teppich, Teddy, Kommode, Bücherregal, Fernseher. War die Kommode da auch drüben? Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher.
sieht nämlich besser aus. Ja. Ich glaube, der T war drüben, das ist, glaube ich, klar. Du bist ein bisschen laut. Laut? Ja. Also, du bist schon mal zufrieden. Muss man die in der richtigen Reihenfolge machen? Okay, die bedeutet gar nichts. Nein. Was ist hier das drüben? Wanduhr ist drüben. Boah, Alter. Ey, was war das? Irgendwas gefällt ihm noch nicht. Wie sieht's mit dem Gemälde aus? Nee, hatte ich schon drüben. Das magst du aber so. Die Violine braucht er auch. Na, oh, guck mal da. Tja. Tja, die bedeuten auch nix. Aber ich glaube, die gehören rüber, das weiß ich, glaube ich. Tja, aber was, das braucht er auch. Zum Lesen. Guck mal den. Ah, jetzt haben wir's. Also. Das ist wirklich ein Zimmer, auf das jeder Gentleman stolz wäre. Die Ermittlungen werden uns sicher viel leichter von der Hand gehen, wenn wir so angenehm wohnen. Übrigens habe ich zu diesem Anlass noch ein Geschenk für dich, Luke. Schalte deinen PC kurz aus und starte ihn komplett neu. Wähle auf dem Titelbildschirm Bonus aus, um eine feine neue Herausforderung zu entdecken. Vergiss aber nicht, deinen Fortschritt erst zu sichern, bevor du deinen PC ausschaltest. Ne? Das Haus der Dekorateurin steht nun in Laytons Aufgaben zur Auswahl. So, und genau das hat uns noch gefehlt. Juhu! Sag mal, alles gelöst, was es im Spiel zu lösen gibt. Das heißt... bin ich gerade rausgegangen. Wir können spicern. Gehen da auf spicern. Dududidum. 120 von 120. So. Und was sagt die Zeit? Die Zeit sagt... Oh, 8 Minuten erst. Okay, ja, okay. Dann setzen wir hier schnell mal aus und melden uns dann gleich wieder im Hauptmenü. So, und da sind wir wieder im Hauptmenü. Und wir haben es euch ja gerade eben schon gezeigt, dass alles gelöst ist. Das heißt, wir können uns jetzt um die ganzen Bonusrätsel kümmern. Und zwar also, wollen wir... Guck mal hier, genau 13 Stunden. Wow, das ist lang. Ja, doch, aber ich glaube, bei dem anderen haben wir noch mehr gebraucht. So, bei dem Rätselindex gehen wir mal wieder nach der Reihe. Da ist es einfach so, dass... Ich meine, wir haben ja alles geschafft, 1 von 1. Ne? Dass wir hier alle Rätsel uns nochmal anschauen können und gegebenenfalls dann auch nochmal lösen können. Aber Haken dran heißt, dass wir die halt auch gelöst haben. Oder schon gelöst hatten. So. Laytons Aufgaben, das ist eben das, wovon der Gute eben sprach. Da haben wir einmal Haus des Erfinders, Haus der Dekorateurin, Haus des Kunstsammlers und Haus des goldenen Apfels. Beginnen tun wir hier oben Haus des Erfinders mit den Folgerätseln 121 bis... Ich weiß nicht, 130, 140. Flagge mit Karo. Probiere dieses Rätsel einmal. Ach, guck mal da. Ich will nicht. Doch. 60 Pikaras. Jetzt kommen die Rätsel mit richtig viel Punkten. Ja. Und rechts. Rechts siehst du die Abbildung einer Flagge. Kannst du aus den angegebenen Maßen errechnen, welchen Anteil der Oberfläche das blaue Karo in der Mitte ausmacht. Als Antwort solltest du eine Zahl x als Nenner dieses Bruchs einsetzen. 1 x-tel. Verkompliziere die Sache nicht unnötig. Diese Aufgabe ist ist einfach genug, um sie im Kopf zu lösen. Also, mein Freund. Ja. Du Scheiße.
So, da haben wir 30, 30, 20, 50, 30, 80, 80, 40, 20. Ein... Moment, ich nehme mal wieder mein schlaues Geodreieck. Ah, an den Monitor halten. Ja. Sieht mir nach einem spitzen Winkel aus. Spitzenwinkel ins Mikro gerotzt. Warte mal, jetzt sei mal ruhig. Das ist nicht ruhig. Ach so. Es müsste ein... So, was ist das? Ein Achtel? Also 8. Ja. Würde ich jetzt tippen. Tippen? Tippen, ohne es zu wissen. Aber du tippst es richtig. Gut gemacht. Die Maße sind der Schlüssel zu diesem Rätsel. Wenn du ein Viertel der Fahne, wie angezeigt, in 4 Teile zerlegst, siehst du sofort, dass die Hälfte des Karos ein 16 der Fahne darstellt. Ergo nimmt das ganze Karo ein Achtel der Fahnenfläche ein. Genau so habe ich es gemacht. Ach, du bist ja so clever. Gut gelöst. Ja, natürlich hatte ich nicht nichts anderes erwartet. So. Jetzt haben wir da einen Bauwi, jetzt kommt der nächste Würfel, bitte. Streng dich an! Los jetzt! Unglaublich! Wieder 60. Was? Schlag mich? Hier siehst du, ja, das auch. Hier siehst du eine Reihe aus Würfeln, die jeweils mit der Dreier- oder der Sechser-Seite nach oben zeigen. Sie sind dabei nach einem ganz bestimmten Muster platziert. Welche der drei unten dargestellten Würfelseiten würde diesem Muster entsprechend die Reihe fortführen? Boah. Das ist auch schon wieder was für dich. Logik kann ich ja eigentlich, aber es ist gehobene Logik. Links, rechts, links. Das, das, das. Es müsste theoretisch... C. Meinst du? Würde ich jetzt tippen. Ja, immer. Was würdest du sagen? Hast du überhaupt schon gehört? Ja. Ich würde ja auf B tippen, aber man kann es ja mal probieren. Nein, nicht mal. Stehe ich doch wieder als Volldepp da. Ach nee, sag das sowas nicht. Vielleicht ich jetzt auch. Achtung! Oh. Ich muss meine Schmach ja vom letzten... Genau so hatte ich mir das nämlich gedacht. Ich muss meine Schmach ja wieder vom letzten Mal wegmachen. Prima gemacht. Wenn du dir die Augen der Würfel aus 3 übereinander geschichteten Reihen vorstellst, kannst du in der oberen Reihe das Muster hinter der Anordnung erkennen. 0, 0, 0, 0, 0, 0 und so weiter. Die Anzahl der Augen, die ohne Unterbrechung aufeinander folgen, wird in der oberen Reihe jedes Mal um 1 größer. Zuletzt müssen 6 Augen aufeinander folgen, also fehlen noch 3. Und Antwort C ist richtig. Da kommt noch so eine scheiß Idee. Mann, Das sind bestimmt Leute, die in der Umgebung von Hannover wohnen. Ausgezeichnete Arbeit. Ich hätte auch nichts anderes erwartet. Wieder einmal. So, das letzte. Ein Haufen Hunde. Ich glaube, er hat was anderes gelesen. Na los, Luke. Versuch es mal. Mein Junge. Ja, mit Versuchen. Ein Haufen Dreiecke. Geodreieck. Unten rechts siehst du ein Dreieck, das von 3 Linien unterteilt wird. Wie viele verschiedene Dreiecke kannst du in dieser Abbildung entdecken? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Ja, aus deinen Mausbewegungen kann ich es eh nicht rauslesen. Ja. 10. Ah, okay.
Sag 14. 14? 14? Mehr, komm doch aus den Schwichterlanden. Aus der Switzerland? Da kannst du ganz normal Leute reden. Ich sag mehr, ich hab nämlich jetzt schon 15. So viel? 16. Oder 17, eins von beiden. Ja, jetzt fängst du auch mal an. 16 oder 17, ich weiß jetzt nicht, ob ich den schon hatte. Wenn ich den noch nicht hatte, ja, dann... Ich sag mal 16. How does this sound? Okay, dann sag ich 17. Hallo. Auch nicht schlecht. Oh, 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 oh! Kann doch nicht wahr sein! Ja, kann doch nicht! Lightning's Apprentice saves the day! Ja. Da, da, da! Prima gemacht! Links siehst du eine vollständige Liste aller Dreiecke. Für so ein schlichtes Bild sind es ganz schön viele. Ach! Ist ein Ding. Herzzergreifend. Extrem. So, gut gemacht. Du machst große Fortschritte, mein Junge. So, ich würde sagen, das nächste Haus, nächster Teil, ne? Nächster Haus, nächstes Teil. Gut, Freunde, dann sehen wir uns nächstes Teil. Auf Wiedersehen. Bis morgen, auf Wiedersehen. ja, tschüss.